Mein Name ist Matthias Ullmann. Ich bin seit 2018 bei den Bezirkskliniken Mittelfranken angestellt. Zu meinen aktuellen Aufgaben gehören der Aufbau des Projektmanagements, die Begleitung als Projektleiter des Neubaus unserer Fachklinik in Fürth und die Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes in den Bezirkskliniken Mittelfranken. Wie ist der aktuelle Stand der digitalen Unterstützung bei uns, bei den Bezirkskliniken Mittelfranken? Wir arbeiten alle mit dem Krankenhausinformationssystem, dem KISS, und haben darin unsere digitale Kurve auch schon teilweise vorhanden, aber sie ist noch nicht mobil. Und wir haben seit Anfang des Jahres die EPA, die elektronische Patientenakte, angeschlossen, die uns die Kurve oder die Patientenakte überall verfügbar macht. An mehreren Standorten zur gleichen Zeit können mehrere Leute damit arbeiten. Wir müssen sie nicht suchen, sie ist digital vorhanden. Und um das noch weiter zu optimieren und den Nutzen für uns, fürs medizinische Personal und auch für die Patienten zu erhöhen, wollen wir das Ganze eben mobil verfügbar machen. Wir wollen die Therapie digital planen. Und dabei unterstützt uns das Krankenhauszukunftsgesetz, mit dem per Gesetz vorgeschrieben ist, dass die Kliniken sich weiter digitalisieren müssen. Und zwar müssen wir dort die Dinge wie Patientenportal, Therapieplanung, digitale Akte, klinisches Entscheidungsunterstützungssystem bis Ende 2024 in die Umsetzung bringen. Mein Name ist Roland Sturm. Ich bin seit bald 3 Jahren Personalleiter hier am Bezirksklinikum. Und es gibt vielfältige Unternehmungen bei den Bezirkskliniken, die Richtung Nachhaltigkeit zielen. Beispielsweise auch ein ganz konkretes Projekt, das wir Lebensräume schaffen nennen. Und in diesem Projekt versuchen wir als Pilot am Krankenhauspark in Ansbach eine Umgebung zu schaffen, auszubauen. Es ist eine sehr schöne Umgebung auszubauen, die allen einen Raum bietet. Und mit allen meine ich, es sind einerseits Patienten, deren Angehörige, aber auch Mitarbeitende. Und andererseits sind es natürlich Tiere, Pflanzen, die hier schon sehr vielfältig leben. Ein Beispiel ist eine Eidechsenburg, die einige miteinander geschaffen haben, aus Abfallmaterialien, sehr tief gegraben und wo jetzt auch schon erste Eidechsen eingezogen sind, die sich dort sonnen. Wir pflegen die Grünflächen, teilweise sehr streng, weil es wirklich ein strenger Park auch ist, sehr ansehnlich und zum Teil gerade an Rändern lassen wir gezielt Gräser und Kräuter stehen, um anderen Pflanzenarten Entfaltungsraum zu bieten. Matthias Keilen, 54 Jahre. Ich bin der strategische Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken. Und in dieser Aufgabe kümmere ich mich zusammen mit meiner operativen Kollegin Frau Zeitler-Dauner nicht nur um die Unternehmensführung, sondern vor allem um die Weiterentwicklung eines Krankenhausunternehmens mit den Schwerpunkten der Psychiatrie und der Psychosomatik, aber auch der Neurologie inklusive Rehabilitation und der geriatrischen Rehabilitation. Digitalisierung braucht Menschen, die sie bedienen. Wir müssen also gucken, was sind die Bedürfnisse der Menschen und was sind ihre Fragen an die Arbeitgeber. Und wir müssen im Alltag Lösungen der Versorgung, der Unterstützung und der Begleitung finden. Hier ist die Ambulantisierung in der medizinischen Versorgung in der Psychiatrie ein wesentlicher Schritt. 9-to-5-Arbeitsplätze wäre an dieser Stelle das Stichwort. Wenn Sie jetzt sagen, geht nicht, dann muss ich sagen, das haben auch alle vor Corona gedacht, dass wir als Arbeitgeber es nicht schaffen, auf einen Schwung 450 Menschen in Homeoffice-Arbeitsplätze zu bringen. Und haben auch in der Versorgung unserer am Patienten arbeitenden Menschen Lösungen gefunden, wie diese anders arbeiten. Und wir haben uns auf den Weg der Erklärung gemacht. Wenn uns etwas nicht gelingt, hören wir nicht nur zu, sondern versuchen zu erklären, wie wir es besser machen. Und wenn etwas vollkommen schief läuft, dann ist das berühmte Fehlermanagement dafür da, zu sagen, es ist wirklich schief gelaufen. Und ich glaube, wenn man das als Arbeitgeber von sich sagen darf, dass man versucht zuzuhören, Fehler selbst macht, dann halte ich das für durchaus attraktiv. Und wenn ich mir die Zufriedenheit ansehe, die uns die Zuweiser zum Beispiel in regelmäßigen Befragungen spiegeln, aber auch bei den Befragungen Patientinnen und Patienten selbst, dann ist das, was wir medizinisch leisten, super.
um all die Dinge der Digitalisierung für uns positiv zu nutzen und vor allem dafür zu sorgen, dass sie uns dabei unterstützt, mehr Zeit mit unseren Patienten zu haben, freue ich mich darauf, diese Dinge in den nächsten Jahren mit Ihnen anzugehen und umzusetzen. Wir machen das zusammen, berufsgruppenübergreifend, und wir versuchen wirklich, diese Räume, die wir hier haben, zum Gestalten, zum gemeinsamen Gestalten zu nutzen und eben einen guten Aufenthaltsraum, einen guten Lebensraum, ein gutes Miteinander hier zu bieten. Sei es in der Mittagspause, sei es aber auch für einen längeren Aufenthalt als Patient. Ich glaube, wir machen eine wahnsinnig wertvolle Arbeit und ich glaube, wir machen sie richtig gut. Und hier ist ein bisschen der Vorstand, der, wenn er wir sagt, hofft, dass die Mitarbeitenden in der Medizin sagen, zu dem wir darfst du gerne dazugehören. Denn es sind die Menschen in all unseren Einrichtungen, die an den Patientinnen und Patienten arbeiten, die einfach einen tollen Job machen.